Hey Leute, willkommen zu einer Folge von Fortnite. Ja, ihr seht richtig, ich spiele Fortnite. Ich weiß auch nicht warum, aber ich habe mit einem Kumpel nach einer langen Pause nochmal angefangen ein bisschen zu spielen. Wir haben so 15 Runden gespielt vielleicht insgesamt und es hat wieder übelst Laune gemacht. Ich weiß, die ganzen YouTuber sagen, boah, das ist voll scheiße geworden, das Spiel. Aber ich finde, das macht so viel Spaß wie lange nicht mehr. Aber es liegt natürlich auch daran, weil ich spiele das Spiel ja als Casual, ich spiele das nicht als mega Tryhard-Schwitzer, der halt 20 Kills machen will pro Runde. Ich will einfach nur ein bisschen rumlaufen, ein bisschen kämpfen und vielleicht ein bisschen tanzen, so. So, wir spielen mal eine Runde Fortnite. Ich habe übrigens auch einen Creator-Code in Fortnite, und zwar Bardor YT. Den könnt ihr ja mal eingeben, wenn ihr euch einen Tanz holt oder so. Müsst ihr natürlich nicht machen, ist halt einfach nur eine coole Art, mich zu unterstützen, weil es halt einfach für euch keine Kosten extra hat. Ist ganz nice. Und falls sich ein paar Leute fragen, Bardor, warum hast du einen Creator-Code? Du bist doch gar kein Fortnite-YouTuber. Also erstmal Grund 1, Epic Games gibt den quasi jeden inzwischen. Grund 2, Epic Games hat ja auch noch den Epic Games Store. Und da sind ja auch Spiele drin, die nicht Fortnite sind. Und wenn ihr da euch was kauft, könnt ihr auch den Code eingeben und dann kriege ich dann auch 5% oder so. Aber auf jeden Fall ist es ja eine ganz coole Methode, um mich ein bisschen zu stützen. Spiel ist kurz eingefroren. Hier ist Munition, hier ist ein Revolver. Alles hinten gelandet, okay. Alter. Was ist das denn bitte? Wir jumpen. Ich jump wieder da raus, wo ich eben rausgejumpt bin. Ich hab Vertrauen in den Ort. Soll ich mal durch die Rauchwolke fliegen? Ich hab irgendwie Bock. Es ist sinnlos. Das hat keinen Unterschied. So, ich jump raus. Ciao. Ich weiß übrigens auch nicht, warum ich diesen Skin benutze. Wahrscheinlich, weil der alt ist. Und ich mich damit ein bisschen elitär fühle. Obwohl er ja eigentlich, weiß nicht, ist halt einfach ein Skin, ne? Ist jetzt hier nicht mega der Angeber-Skin, ist ein alter, hässlicher Skin. Okay, jetzt haben wir hier noch. Ist das ein Shotgun? Nee. Es gibt ja so eine Shotgun, die ganz schnell schießt. Also, ich sage, ihr wisst das bestimmt. Aber es gibt auch ein Item, da droppen so Autos irgendwie runter und so ein Dino. Also hat eine Menge Leute aufgeregt, glaube ich, aber ich fand das eigentlich lustig aus. Hoverboard! So, wie fahre ich dich? Hopp. Wow. Zweiter. Ich will einmal Zweiter werden. Und dann habe ich mein Ziel für das Video hier erreicht. Mehr will ich nicht. Ich bin ja bei Fußball, jetzt mache ich unbeliebt. Ich bin ja Schalke-Fan. Schalke ist ja auch lieber Zweiter als Erster. Deswegen, ich gleiche mich einfach an. Der zweite Platz hat viel mehr Würde als der Erste. Backflip. In meinem Kopf vor allem sind in dieser Runde jetzt hier irgendwie halt noch 37 Leute, die mega verschwitzt kämpfen. Und ich mache einfach Backflips mit einem Hoverboard hier vorne und habe einfach... Ich weiß, dass es wahrscheinlich für die meisten Leute nicht spaßig zu sehen ist. Aber für meinen persönlichen Fun-Faktor reicht das, ehrlich gesagt. Backflip! Ich korrigiere mein Ziel. Ich will einmal Zweiter werden und ich will einmal diesen Luftstrike machen, wo ich ein Auto aus dem Himmel werfen kann. 18. Da habe ich mir hart erkämpft. Ich bin cool damit, wirklich, eine Runde zu haben, wo ich einfach keinen Gegner sehe. Halt, wisst ihr, vielleicht gewinne ich ja diese Runde. Es geht nicht darum, wie viele Kills man hat, sondern es sagt ihr auch immer bei Brawl Stars, wenn ich Solo-Showdown spiele, es geht nicht darum, Kills zu machen, denn für Kills wird man nicht belohnt, es geht darum, zu gewinnen. Oder halt in meinem Fall Zweiter zu werden. I be flossing. Der Roboter hat mich gesehen. Mich gesehen. Aber ich glaube, der ist bad als Roboter gerade, oder? Weil der wirkt nicht. Der wirkt jetzt nicht ultra stark. Oder? Der wirkt jetzt nicht so kompetent. Der ist auch rausgegangen, okay. Oh, ich glaube, der ist tot. Was will er machen? Was will er machen? Der ist nicht eingebaut. Jemand hat auf mich gesniped von ganz hinten. Out. Ich will Zweiter werden, Mann. Das ist mir egal, was passiert. Ich will nur Zweiter werden. Aber hier sind Granaten mega gut, weil die machen halt Stress. Ohne dass ich irgendwas dafür können muss. Alter, was ein Header. Oh, fuck. Oh, fuck, was war das? Ah. Ja, starkes Aiming, habt ihr das gesehen? Weltklasse. Ja, okay, während er mit Baum beschäftigt ist, glaube ich einfach mal. Ich weiß nicht, wohin. Ich will eigentlich nicht gesandwiched sein. Wo bin ich gar nicht?
Gott. Oh Gott, der ist unter. Okay. Ich habe den nicht gesehen, weil der einen dunklen Skin hat. Das ist jetzt rassistisch, aber ich habe den legitim deswegen, glaube ich, nicht gesehen. I be flossing. Ist ja logisch. Wenn du einen dunklen Skin hast, wirst du eher weniger gesehen, als wenn du ein rosa Teddybär bist. Ist hier wirklich keiner gelandet? Ich habe keinen gesehen, deswegen gehe ich davon aus, dass hier niemand ist. Ach, sieh auch den Sturm und die Zone dann. Ah, die geht nach da oben. Okay. Da bin ich doch relativ nah. Ja gut, dann ciao, danke. Ich behalte die Granaten. Als ob hier gar keiner ist. Das war mal so ein beliebter Ort. Dann ist der anscheinend mega trash. Aber hier sind ja viele Kisten. Also der ist ja faktisch gesehen nicht trash. Aber warum ist hier keiner? So sah das Gameplay früher aus. Im Busch hocken und warten. Könnte ich bestimmt mal versuchen. Würde vielleicht den zweiten Platz rausholen. Ganz ehrlich. Aber ich will natürlich... Okay, Korrektur. Ich will einen Kill machen. Ich will das Ding, wo, was vom Himmelfeld einsetzen. Und ich will Zweiter werden. Wäre ein badass Move, dann Busch hier rechts, da vorne. Come on. Ich habe einen Kill gemacht! Aufgabe 1. Check. Absoluter Gratis-Kill. Nehme ich aber. Hat der denn das Ding gehabt, was ich werfen kann? Ach, schade. Okay. Also vielleicht klappt, ich mache mir den Baum weg. Das klappt, ne, das klappt auf keinen Fall. Guck dich das mal an, das klappt doch never. Für die 5 gönn ich mir das. Ja. Yep. Gönnung. Gönnung, Gönnung. Hier ist nur eine Truhe. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ciao. Null Bock auf dich. Null Bock auf dich. Vor allem muss ich jetzt hier gleich weg, da ist er. Okay. Ja, er checkt noch nicht so richtig, wo die Schüsse herkommen, ne? Kann ich vielleicht abstauben. Hat der was gehabt? Oh, Jump. Oh, der hat guten Stuff gehabt. Ja, trifft natürlich keine Kugel. Perfekt. Ciao. Der hat mir Schaden gemacht. Das fand ich nicht gut. Ich gehe jetzt da vorne hin und hocke. Ist überleben. Zwei Leute müssen noch sterben. Sorry, ich meide jeden Kampf, wo der Gegner mich trifft und ich nicht treffe. Ich habe noch einen Jump. Oh Gott, ist das anstrengend. Boah, es ist sau verschwitzt gerade. Ich bin der Schwitzer. Das ist natürlich nicht optimal. Kann mal einer sterben? Hallo, das ist ja wie mein Profi-Gameplay. Alle hocken irgendwo und keiner macht was. Und ich habe noch einen Jump. Also ich komme ganz, ganz komfortabel weg. Es stirbt halt keiner. Vorne ist einer. Hätte ich jetzt noch meine Granaten, wären die stark. Oder vorne ist doch einer. Wir könnten hier noch 4 Leute sein. Oh, da oben bauen sich welche. Ah! Und die Zone bewegt sich jetzt gleich auch schon wieder. Krieg ich ihn noch rein? Krieg ich rein. Nein, Mann, der ist halt genauso ein Lappen wie ich. Was war das bitte für ein verschwitztes Ende? Alle hocken irgendwo. Jo, was war das denn? Ich war der Startschuss. Mein Tod war der Startschuss fürs Finale. Der hat zurecht gewonnen. 10 Kills ist stark. Ah, was? Ah. Ja doch, das ist es. Schrottriss. Das ist es. Ja gut, ich kann mir schon vorstellen, wenn man spielt, jeden Tag spielt... Und die Runden... Gegner. Vorne. Schluck das. Schluck das. Oh mein Gott, er rechnet nicht damit. Was? Es leckt. Der ist schlecht, der ist schlecht, der ist schlecht. Den schlagen. Kommt das nicht mehr runter vom Hügel? Hallo, mega der Leck. Hallo? Jumpte weg. Aber wohin? Davon, okay. Das hat sich ja sau. Das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Ich dachte, da fällt was krass vom Himmel runter. Ist ja einfach gar nichts passiert. Du, der baut schlecht. Der baut schlecht. Guck mal, fällt einfach zusammen. Mega bad gebaut. Ja, was tut der?
Das war ein YouTuber? Okay. Oh, ich glaube, ich überhole die Zone wieder. Ich bin ein bisschen schneller, kann das sein? Ich bin ein bisschen schneller. Komm, 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 komm. Stark. Was ist denn mit denen? Will er mich? Nee, ne? Hallo? Hallo? Ich schieße den einmal in den Kopf, einmal ins Knie oder was? Will eine Wand platzieren? Der platziert's nicht. Der schießt mich nochmal an und killt mich. Ja, cool. Ja, das Item, was ich mega krass gehypt war, habe ich anscheinend falsch eingesetzt. Das war eine riesige Enttäuschung. Ich weine mich jetzt in den Schlaf. Also faktisch nicht, ich weiß, aber im Herzen bin ich Zweiter geworden. Gut, das war dann das Fortnite-Video für die nächsten 6 Monate. In so 6-8 Monaten gucke ich mir das Spiel nochmal an und gucke, was sich dann verändert hat. Und dann sehen wir uns. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Bis dahin und ciao.